Meine Damen und Herren, seit einiger Zeit stelle ich gemeinsam mit dem Präsidenten des BSI den Lagebericht zur IT-Sicherheit vor. Wir haben heute den Tag des IT-Gipfels genutzt, um das zu tun. Und da der IT-Gipfel in Berlin ist, ist das eine gute Möglichkeit, das hier auch im Rahmen der Bundespressekonferenz zu tun. Dieser Lagebericht stellt Schwachstellen im IT-System dar. Er zeigt Angriffsmittel und Angriffsmethoden auf die IT-Systeme. Er gibt einen Überblick über Cyberangriffe, die im Berichtszeitraum stattgefunden haben, und das, was wir dagegen tun. Ich will einige Entwicklungen vortragen und dann die Einzelheiten Herrn Hanger übergeben. Haben wir an der Stimme hören. Ne? Ich beginne zunächst mit den Unternehmen. Die Sensibilität für IT-Sicherheit in den Unternehmen ist im Jahr 2015 gegenüber dem Jahr 2014 gewachsen. Das ist gut. Das BSI verzeichnet eine steigende Nachfrage nach Informationen und Beratung zum Thema IT-Sicherheit. Die Zahl der Mitglieder der Allianz für Cybersicherheit ist gestiegen. All das sind positive Entwicklungen. Die Ziele und Wege der Angreifer auf Unternehmen sind im Verhältnis zum Jahr 2014 im Wesentlichen unverändert. Im Fokus stehen die Steuerungssysteme von Unternehmen. Als Einfallstor nutzen die Angreifer oft externe Geräte wie USB-Sticks, Firmen-Smartphones oder das Office-Netz. Die Zahl der Meldungen aus dem Unternehmensbereich gegenüber dem BSI hat sich im Jahre 2015 nicht erhöht. Das liegt aber vermutlich nicht an der Zahl der Angriffe, sondern nur an der Zahl der Meldungen. Viele Unternehmen scheuen sich, eine Meldung an das BSI zu machen, weil das natürlich für das eigene Unternehmen peinlich ist. Solche Meldungen sind auch so möglich, dass es nicht bekannt wird. Das BSI arbeitet dann vertrauensvoll mit den Unternehmen zusammen. Deswegen möchte ich gerne dazu aufrufen, in solchen Fällen sich vertrauensvoll an das BSI zu wenden. Wir haben keine genauen Zahlen über Cyberangriffe gegenüber Unternehmen aus diesem Grund. Das wird sich später ändern, wenn wir bei der kritischen Infrastruktur eine Meldepflicht bei den Unternehmen der kritischen Infrastruktur eingeführt haben. Nun zu den Angriffen auf die Bundesverwaltung. Jeden Tag gibt es mehrere tausend Angriffe auf Server der Bundesregierung. Das hat sich in diesem Jahr gegenüber dem Vorjahr nicht verändert. Es handelt sich dabei oft um ungezielte Angriffe, Spam-Mails oder Phishing-Versuche. Einen deutlichen Anstieg verzeichnen wir aber auch bei den sogenannten gezielten Angriffen, also Angriffe, die nicht ohne gesonderte Schutzmaßnahmen erkannt oder abgewehrt werden können. Zum Beispiel eine persönliche Mail von einem vermeintlich bekannten Absender, die dann Schadprogramme im Anhang enthält. Die Zahl dieser gezielten Angriffe hat sich in diesem Jahr massiv erhöht, von 5 Angriffen pro Tag im Jahre 2014 auf etwa 15 Angriffe pro Tag im Jahre 2015. Etwa 3 bis 4 Mal im Monat verzeichneten wir im Jahr 2015 einen DOS, Denial-of-Service-Angriff, wo es also nicht um das Abfischen von Informationen geht, sondern um die Einschränkung der Verfügbarkeit eines Dienstes. 3 bis 4 dieser Angriffe im Monat auf einzelne Webseiten der Bundesverwaltung. Auch diese Zahl ist deutlich gestiegen gegenüber dem Vorjahr. Wir hatten, wie Sie wissen, den Angriff auf den Deutschen Bundestag. Es stellte sich heraus, dass die Täter anhand der klassischen APT-Methode, Advanced Persistent Threat, vorgegangen sind. Dazu bedarf es eines komplizierten Angriffs, eines wohlorganisierten und orchestrierten Angriffs. Deswegen spricht viel dafür, dass das nicht irgendwie ein Einzelner war, sondern organisiert. Der Bundestag betreibt ein eigenständiges Netz. Das BSI hat aber im Rahmen der Amtshilfe bei der Aufklärung und bei Empfehlungen zur Abstellung für die Zukunft geholfen. Die Bundesregierung selbst wird auch durch andere Maßnahmen ihre Abwehrfähigkeit verbessern.
Wir sind ja ganz gut in der Abwehr solcher Angriffe. Wir werden aber die Netze des Bundes erneuern. Und ich bin dankbar, dass der Haushaltsausschuss des Bundestages in der letzten Woche dafür auch die finanziellen Voraussetzungen geschaffen hat. Ein weiterer Punkt sind Schwachstellen in Softwareprodukten. Auch hier ist die Zahl massiv angestiegen. Allein in den 11 am häufigsten genutzten Softwareprogrammen, die beim BSI erfasst sind, sind bis September 2015 insgesamt 847 kritische Schwachstellen bekannt geworden. Das ist ein deutlicher Anstieg gegenüber 700 im Vorjahr. Einige Hersteller von Software tendieren wegen dieser Erhöhung dazu, für aus ihrer Sicht weniger schwerwiegende Sicherheitslücken keine Sicherheitsupdates mehr bereitzustellen. Oder wenn die Produkte schon lange laufen, gegen Ende der Lebensphase einfach die Sicherheitsupdates nicht mehr vorzuhalten. Das ist nicht gut, insbesondere im Blick auf die steigende Zahl von Schadprogrammen. Diese sind im Jahr 2015 auch erheblich angestiegen, auf fast 440 Millionen Varianten für PCs. Der Vergleichszahl zum Vorjahr rund 250 Millionen Varianten. Ich glaube, es ist das Recht eines Kunden und Nutzers eines Softwareprodukts von dem Hersteller erwarten zu können, dass regelmäßig ein Sicherheitsupdate zur Verfügung gestellt wird, was dann die Sicherheit der eigenen Nutzung mit diesem Produkt erhöht. Und ich nutze deswegen die Gelegenheit auch, um an die Softwarehersteller zu appellieren und sie aufzufordern, ständig, bis das System nicht mehr benutzt wird, für eine regelmäßige Sicherheitsupdates zu sorgen. Nun ein weiterer Punkt. Die Angriffe im Botnetz, auf Botnetze. Wir haben in der ersten Jahreshälfte 2015 täglich bis zu 60.000 Infektionen deutscher Systeme registriert. Botnetz heißt, dass ein anderer den Computer kapert, sodass man ihn im Ernstfall dann benutzt bekommt, im Sinne eines Angriffs von dem Botnetzbetreiber. Das macht uns nach wie vor große Sorgen, zumal es nicht schwer ist, zu prüfen, ob der eigene Computer, ob das eigene Netz gekapert worden ist. Und wir haben entsprechende auch öffentliche Programme angeboten, um das zu analysieren und Botnetzangriffe zu beseitigen. Wir reden viel über die Frage der industriellen Nutzung von IT-Systemen im Zusammenhang mit Industrie 4.0. Und wir halten es für sehr wichtig, dass bei der Entwicklung dieser Systeme von Beginn an Sicherheitsaspekte berücksichtigt werden und nicht erst nachträglich nachgebaut werden. So hoffen wir mit dem Smart Meter, mit der Möglichkeit, die Nutzung von modernen Steuerungssystemen im Bereich der Energienutzung hier ein vorbildliches Verfahren entwickelt zu haben. In der entsprechenden Nutzeranforderung durch das Wirtschaftsministerium ist geregelt, dass diese Smart Meter nur betrieben werden können, wenn sie einen bestimmten Sicherheitsstandard erfüllen. Und der wiederum ist als Standard mit dem BSI abgestimmt. So wünschen wir uns das in anderen Fällen auch, dass die Nutzung von Industrie 4.0 den Sicherheitsstandards entspricht, die Angriffe erschweren. Wir haben inzwischen das IT-Sicherheitsgesetz. Das ist im Laufe dieses Jahres in Kraft getreten. Das ist ein großer Fortschritt in ein Modell für Europa. Und wir erarbeiten jetzt die entsprechenden Rechtsverordnungen, um die kritische Infrastruktur und die Anforderungen an diese genau festlegen zu können. Wir werden im Frühjahr 2016 4 der 7 Sektoren in der Verordnung abbilden. Das ist Energie, Wasser, Ernährung und IKT selbst. Das ist ein wesentlicher Teil der kritischen Infrastruktur. Ende 2016 folgen dann die anderen 3 Sektoren, Transport und Verkehr, Gesundheit, Finanz- und Versicherungswesen.
Das BSI wird für alle diese Aufgaben entsprechend ausgebaut. Nach einem Stellenzuwachs schon im letzten Jahr werden wir für das kommende Jahr erneut einen Zuwachs von 81 Stellen bekommen. Das BSI wird also kontinuierlich weiter ausgebaut. Wir werden also unsere Anstrengungen weiter fortsetzen, um die IT-Sicherheit für die Unternehmen und für den Staat zu stärken. Und das BSI ist dabei die zentrale Behörde. Gleichzeitig ist dieser Bericht der letzte, den ich mit dem jetzigen Präsidenten Hange vorstellen kann. Herr Hange geht Ende des Monats in Ruhestand. Er war fast 25 Jahre im BSI, als Abteilungsleiter zunächst, dann als Vizepräsident und nach einem kurzen Ausflug im BMI als Präsident seit vielen Jahren. Herr Hange ist sozusagen das Gesicht des BSI, hat es geprägt und entwickelt. Die Altersgründe verlangen, dass er jetzt in den Ruhestand geht. Über die Nachfolge ist noch nicht entschieden und ich möchte die Gelegenheit nutzen, mich auch hier bei Herrn Hange für seine vorzügliche Arbeit zu bedanken. Ja. Bitte schön. Ja, vielen Dank, Herr Minister. Ich kann in der Tat sagen, dass ich das BSI als meine Start-up-Behörde bezeichnen kann. Aber jetzt zur Einordnung des Lageberichtes. Ich möchte das, was Herr Minister de Maizière gesagt hat, so qualitativ noch etwas unterlegen. Zunächst muss man das, natürlich die Bedrohungslage natürlich auch im Kontext natürlich der Technologieentwicklung sehen. Und da bestimmt die enorme Innovationsgeschwindigkeit, die hohe Komplexität und auch der Wettbewerbsdruck an sich den globalen IT-Markt. Das kann man in Miniaturisierung, das kann man in intelligente Vernetzung sehen. Das sind die klassischen Themen neben Cloud. Der internationale Digitalisierungsdrang wird im Wesentlichen halt durch funktionale und ökonomische Faktoren bestimmt. IT-Sicherheit ist in diesem Spannungsfeld oft zweitrangig. Es ist zu konstatieren, dass im gängigen Konsumentenmarkt, siehe Smartphone, IT-Sicherheit kein Differenzierungsmerkmal im Wettbewerb ist. Es ist auch zu konstatieren, dass mangelnde Transparenz der Hersteller oft auf mangelndes Technikverständnis der Nutzer trifft. Also ich glaube, beim Lesen der allgemeinen Geschäftsbedingungen bekommt jeder einen Eindruck davon, wie kompliziert oft das aufgeschrieben wird. Zu den Schwachstellen. Software bleibt, wie Herr Minister de Maizière ausgeführt hat, die häufigste Ursache für Schwachstellen und damit für Schadprogramme. Es ist bereits gesagt, dass der Zuwachs von kritischen Schwachstellen über 10% gestiegen ist. Was kritischer ist, ist, dass die Patch-Politik, das Einspielen, das zeitnahe Einspielen von Softwareverbesserungen, was oft Sicherheitslücken betrifft, dass das bei weniger kritischen Schwachstellen nicht mehr stattfindet. Und was auch kritisch ist, dass gerade im Smartphone-Bereich manche Smartphones billiger Provenienz dann oft auch mit veralteten Betriebssystemen ausgeliefert werden, die überhaupt keine Patch-Möglichkeiten mehr liefern. Das halten wir sehr kritisch. Im Rahmen der Allianz für Cybersicherheit, das ist eine Kooperation des BSI mit den Wirtschaftsverbänden, machen wir hier im Rahmen der Schwachstellenampel regelmäßig bei den gängigen Sicherheitsprodukten aufmerksam, wie gepatcht wird, wer hinten ansteht und wer, sagen wir, regelmäßig, sagen wir, die Patches einspielt. Auch im Bereich der industriellen Steuerungsanlagen, die traditionell ja abgekapselt waren vom Internet, müssen wir sagen, dass hier das Patch-Management noch erst zum Teil etabliert werden muss. Und es ist hier von einem hohen Dunkelfeld auszugehen von Sicherheitsvorfällen, die einfach nicht gemeldet werden. Zudem bereitet uns die digitale Sorglosigkeit der Nutzerinnen und Nutzer auch in der Wirtschaft Sorge. Eine Umfrage der Allianz für Cybersicherheit hat ergeben, dass zwar 80% der Befragten Cyberangriffen als die relevanteste Gefährdung der Betriebsfähigkeit ansehen, aber nur 13% ihre getroffenen Schutzmaßnahmen als ausreichend betrachten. Identitätsdiebstahl ist auch ein Thema. Bis zu 60.000 gestohlene Identitäten werden regelmäßig durch das BSI an die Provider weitergereicht. Wenn man das Ganze hochrechnet, sagen wir mittel 30 Millionen, kommt man auf millionenfachen Identitätsdiebstahl. Das ist nach wie vor eine Herausforderung, auch für die Online-Anbieter. Jetzt einige exemplarische Fälle. In der Cyber-Ära seit 2000 und seit 2010 müssen wir heute davon ausgehen, dass ein Schutz nur durch präventive Maßnahmen, anders als bei Kryptographie, heute nicht mehr gewährleistet ist. Im Grunde
bedeutet Schutz auch professionelle Detektion und professionelle Reaktion auf Angriffe, um einfach Schäden zu verhindern. Eine besondere Bedeutung spielen hier die Advanced Persistent Threats, die ursprünglich mehr im nachrichtendienstlichen Bereich eingesetzt werden, die heute aber auch von Kriminellen verstärkt eingesetzt werden, mit hoher Kompetenz und hoher Pfiffigkeit auch beim Social Engineering. Und das ist eine Bedrohung nicht nur für Behörden, sondern auch für Unternehmen. Bekannteste APT-Angriffe waren jetzt, wie bereits erwähnt, 2015 der Angriff auf den Deutschen Bundestag und der Angriff auf den französischen Fernsehsender TV5. Das eine im Mai, das andere im April. Auch zu erwähnen ist, die DOS-Angriffe, das sind Angriffe auf die Verfügbarkeit von Systemen. Ein Drittel geht etwa auf die Präsenz der Webseiten, ein Fünftel aber auch auf die Verfügbarkeit der Systeme als solches. Bekanntester Fall war am 7. Januar der Angriff auf die Webseiten der Bundeskanzlerin und des Bundestages. Ein weiteres Phänomen, auf das wir aufmerksam machen müssen, sind sogenannte Dienstleister. Also man braucht heute gar nicht die Fähigkeit zu haben, selbst solche Angriffe durchzuführen. Die Firma Hacking Team, die Opfer eines Insiders geworden ist, hat an sich sehr deutlich gemacht, als deren Tätigkeiten dann publik wurden, dass den attraktiven Handel mit Schwachstellen, zum anderen aber auch, dass durchaus dieses Hacking Team Staaten in kritischem Umfeld versorgt hat mit Informationen, sodass diese die Fähigkeit zu Cyberangriffen erlangen konnten. Also wir müssen uns verstärkt auf hochwertige Angriffe einstellen. Im Rahmen des Risikomanagements ist es so, dass wir, wie gesagt, Prävention, Detektion und Reaktion dann als gleichwertig ansehen müssen. Wir haben auf das Regierungsnetz, für das wir als BSI verantwortlich sind, 2.000 bis 3.000 ungezielte Angriffe, die wir mit Standardmethoden abwehren können. Kritisch sind die 15 Angriffe hochwertiger Provenienz, die aber inzwischen meist kriminellen Hintergrund haben. Es ist nicht mehr der Nachrichtendienst wie noch vor 5, 6 Jahren, sondern es sind auch kriminelle Organisationen, die das Regierungsnetz attackieren. Zu den Lösungsansätzen. Es ist so, dass man heute, sagen wir es, Cybersicherheit als eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe in einem ständig iterativen Prozess begreifen muss. Iterativ heißt, zwischen Erkennen und von Bedrohungen und Schutzmaßnahmen ist ein Zusammenhang und das muss auch kurzfristig erfolgen. Mit der Verabschiedung des IT-Sicherheitsgesetzes übernehmen Staat und Wirtschaft in kooperativen Ansatz die Verantwortung, im Kritisbereich für ein einheitliches Sicherheitsniveau zu sorgen und zu investieren in die Daseinsvorsorge. Die Wirtschaft als Anbieter von IT-Produkten und Dienstleistungen ist zudem in der Pflicht, IT-Sicherheit und IT-Sicherheitsergonomie bei der Entwicklung zu berücksichtigen und bei Bekanntwerden von Schwachstellen in ihren Produkten schnell und adäquat zu reagieren. Hier steht auch einige Verpflichtungen im IT-Sicherheitsgesetz. Und wichtig auch der Appell an die Bürger, die für ihre IT eigenverantwortlich sind, diese Angebote anzunehmen und auch die Rechte als Verbraucher, meinetwegen im Onlinehandel, einzufordern. Letzter Aspekt, der mir wichtig ist, wir müssen irgendwie sehen, dass wir vor die Lage kommen, dass wir nicht nur den Sicherheitsvorfällen hinterherlaufen. Wir als BSI haben dazu folgende Instrumente im Angebot, auch in Kooperation, das sind die Computer Emergency Response Team, um die Erkenntnis aus Angriffen sofort in Frühwarnungen für alle in der IT-Community zu vermitteln. Wir haben die Allianz für Cybersicherheit, um dann aus diesen Angriffen konkrete Handlungsempfehlungen abzuleiten. Und der IT-Grundschutz, der zurzeit vom BSI überarbeitet wird, dass wir hier auch in Sachen Sicherheitskonzepte deutlich machen, dass die Cyberaspekte stärker konzeptionell auch berücksichtigt werden müssen. Das Ganze finden Sie auf einer Webseite, die wir am 16.11. noch freigeschaltet haben. Wir haben sie noch mal dann entrümpelt und haben sie noch mal, sagen wir, gerade hinsichtlich dieser modernen, mehr auf Cyberangriffe ausgerichteten Ansätze noch mal ausgerichtet. Wesentlich ist, dass wir den regulativen Ansätzen, der Minister hatte erwähnt Smart Meter, wir haben auch andere Sätze, Gesundheitskarte, Payment-Richtlinien, dass wir diesen Ansätzen aber auch Angebote und Empfehlungen zur Seite stellen, dass wir es damit flankieren. Denn eine effiziente Cybersicherheit in Deutschland kann nur erfolgreich sein im Zusammenspiel von Prävention, Reaktion, Detektion und dann noch das Element Lessons Learned. Dies wird eine wesentliche Herausforderung in der Umsetzung des IT-Sicherheitsgesetzes sein. Vielen Dank.
Vielen Dank, Herr Hangel. Vielen Dank, Herr Minister. Wir kommen jetzt zu Ihren Fragen zum Bericht des BSI. Und ich habe schon, lassen Sie kurz die Hände oben. Ich nehme jetzt erstmal die Kollegin Müller ran und notiere dann alle weiteren. Bitte schön. Ja, eine Frage. Wir reden gerade viel über Terror in der realen Welt. Wie ist denn das mit Terrorgruppen sozusagen in der Cyberwelt? Ein ganz banales Beispiel heute aus Hessen im Taunus ist eine Seite von einem Weihnachtsmarkt offensichtlich gehackt worden. Von Leuten, die sich irgendwie Cyber-Mujahedin nennen, haben da jetzt eine Botschaft drauf, was Muslime und Syrien angeht. Wie oft stellen Sie sowas fest? Ist das für Terrorgruppen eine Sache, wo die sich auch engagieren, wo die auch Aktionen machen? Herr Hange. Ja, wir sind nicht für die Beobachtung von Terrorgruppen zuständig. Wir sehen in der Tat, sagen wir, staatliche Stellen, wir sehen Kriminelle, wir sehen auch Aktivisten. Und im Sinne von Aktivisten würde ich auch terroristisch, zumindest militanten Hintergrund unterstellen. Es ist aber so, der kriminelle Anteil ist erheblich höher. Und ich sage auch, das Hacken einer Webseite ist von der Urheberschaft nicht immer feststellbar. Würde ich auch nicht jetzt im Vergleich zu dem, was an Terror sonst in der realen Welt läuft, in Vergleich setzen. Das macht aufmerksam, soll Sichtbarkeit erzielen. Ist auch nicht klar, ob es dann wirklich immer die Täter sind, die es vorgeben zu sein. Jetzt die nächste Frage hat die Kollegin Mallenkreuz. Das ist das richtige Mikro? Ja. Ja, meine Frage geht auch noch mal in die Richtung der Kollegin vor mir. Und zwar hat die britische Regierung Cameron gerade gesagt, dass er die Maßnahmen gegen die möglichen Cyberangriffe, die gerade auch von ISIS kommen können, verstärkt bekämpfen möchte und hat den Haushalt diesbezüglich bis 2020 verdoppelt. Also offenbar sieht zum Beispiel die britische Regierung durchaus eine sehr realistische Gefahr, dass etwa genau solche Gruppen sich teuer gute Leute einkaufen können, um dann zum Beispiel Krankenhäuser oder auch Stromnetze anzugreifen. Könnten Sie dazu noch mal was sagen? Oder vielleicht auch der Minister bitte, wie das von deutscher Regierungsseite aus gesehen wird. Und die Meldungen aus Großbritannien sind 2-3 Tage alt. Das werden wir uns im Einzelnen angucken. Wir selbst gehen ja so vor, und das war ja auch der Ansatz des IT-Sicherheitsgesetzes. Wir wollen, dass kritische Infrastruktur funktioniert. Ob das Strom, Wasser, Finanzdienstleistungen, welcher Art auch immer sind. Und deswegen müssen sie vor Angriffen geschützt werden. Und dabei ist uns, was den Betrieb dieser Systeme angeht, gleichgültig, ob der Angreifer ein Krimineller ist, ein Terrorist, ein ausländischer Staat oder wer auch immer. Und die Schutzmaßnahmen sind auch so. Man wehrt ab einen Angriff. Und das Nächste ist dann, dass man detektiert, wo konnte denn der Angriff herkommen, mit all den Verschleierungsversuchen, die Angreifer dann vornehmen, sodass ein spezielles Programm gegen IT-Angriffe von Terroristen nicht das ist, was meines Erachtens zielführend ist, sondern wir erhöhen die IT-Sicherheit der Bundesverwaltung und der kritischen Infrastruktur dieses Landes gegen Angriffe aller Art, damit sie funktionieren. Gut. Moment. Dann ist der Kollege Siebert mit der nächsten Frage dran. Bitte. Entschuldigung, das ist ja viel zu weit vorne. Jetzt, bitteschön. Ich wollte mich noch mal erkundigen nach dem Angriff auf den Bundestag, wie sozusagen der letzte Stand Ihrer Erkenntnisse da ist, worum es eigentlich ging, ob es irgendwie Hinweise auf die Urheber gab, ob Daten abgeflossen sind, welche Daten gegebenenfalls gezielt gesucht wurden, sozusagen. Vielleicht gibt es dazu noch ein bisschen was. Na, wir halten uns da zurückhaltend, weil wir das Netz nicht betreiben. Herr Hange und seine Mitarbeiter haben geholfen, das aufzuklären. Sie sollten es noch ein bisschen ergänzen. Ich will nur sagen, nach meinen Erkenntnissen handelt es sich um einen komplexen Angriff, bei dem viel dafür spricht, dass er nicht von privater, sondern von staatlicher Seite verursacht worden ist. Ja, vielleicht ergänzt zu sagen, also die Tätersuche ist Frage eines Ermittlungsverfahrens, da kann ich auch nichts zu sagen. Aber ich glaube, wesentlich war, wir hatten hier eine beratende und unterstützende Funktion, zunächst einmal den Angriff zu analysieren, dann die Wirkung dieses Angriffes auch einzudämmen und schließlich mit Neuaufsetzen des Systems, insbesondere der zentralen Komponenten, dann im Grunde dann auch auf Angriffe dieser Art auch künftig
richtig, sagen wir mal, abwehrend reagieren zu können. Wir haben im Übrigen im Lagebericht auch ein Kapitel dazu stehen. Die nächste Frage hat der Kollege Zweigler, bitte schön. Ja, zwei Fragen. Herr de Maizière, ich hätte gerne gewusst, wie viele gezielte Attacken es denn gegen Ihr Haus gegeben hat, gegen Systeme, E-Mail-Verkehr, Webseiten etc. Und Herr Hangel, Sie haben vorhin angesprochen, dass die Hersteller von Smartphones, Tablet etc. ganz unterschiedlich mit Sicherheitswegen umgehen. Ich hätte gerne gewusst, wie soll denn der Kunde erfahren, das, was ich mir gerade kaufen möchte, das iPhone, das ist sicher und wird abgedatet und so weiter. In 20 Seiten allgemeinen Betriebsbedingungen, allgemeinen Geschäftsbedingungen finde ich sowas wahrscheinlich irgendwo in einer kleinen Zeile und werde es wahrscheinlich nie lesen. Auch die erste Frage möchte ich gerne an Herrn Lange weitergeben, weil es ist ja so, dass unser Regierungsnetz so funktioniert, dass es, dass wenn Sie auf das BMI oder auf das Umweltministerium oder auf das Landwirtschaftsministerium zugehen, Sie immer durch ein bestimmtes Eingangstor müssen. Und das ist dasselbe Eingangstor oder relativ wenige. Nur dass dort die Angriffe gezählt und abgewehrt werden und nicht erst, wenn Sie beim BMI angekommen sind. Ja, vielleicht ergänzen, das Regierungsnetz ist so aufgebaut, dass es nur zwei Eingänge hat und Ringstruktur aus Redundanzgründen. Und welches Ministerium auch erreicht wird von außen, muss entweder am Eingang Berlin oder Bonn vorbei. Und es ist so, dass wir hier, sagen wir mal, technisch damals mit Umzug der Bundesregierung nach Berlin sehr aufrüsten konnten. Und die gesamten Verkehre im Netz sind auch verschlüsselt, was einen zusätzlichen Schutz auch zwischen den Eingangspunkten Bonn und Berlin. Und das macht auch dann die Qualität der Abwehr, dass wir nicht am Arbeitsplatz abwehren, dass wir auch nicht in den Häusern abwehren müssen. Dort ist auch eine Verantwortung, aber dass wir zentral, egal welches Ministerium betroffen wird, hier an den beiden Eingängen, sagen wir mal, Angriffe detektieren. Ich glaube, das ist ganz wesentlich, die Erkenntnis auch insgesamt aus den Cyberangriffen, dass ein Monitoring, und wir haben 2009 ein Gesetz bekommen, dass wir es dürfen unter strengen Datenschutzauflagen, wir berichten auch jährlich dem Bundestag, dass wir mit einem Monitoring der Ein- und Ausgänge des Import und Exports von Daten im Grunde dann kontrollieren können, was passiert und damit auch die Wirkung, selbst wenn Angriffe mal erfolgreich sind, auch reduzieren in ihrer Schadenswirkung, weil einfach der Angreifer keine Daten exportieren kann. Und dann die Zahl der Angriffe da nochmal. Das sind also 2.000 bis 3.000 ungezielte und die 15 gezielten, die meistens advanced pro Tag im Mittel. Wir können auch sagen, manche Sachen sind in Angriffswellen zu sehen. Das ist gemittelt übers Jahr. Und das, was Herr Hange jetzt geschildert hat, sind die Netze des Bundes, was die Hardware angeht. Und die erneuern wir jetzt in den nächsten Jahren. Und dafür haben wir das Geld jetzt im Haushalt bekommen. Also haben Sie eine Nachfrage dazu? Zweite Frage noch. Ach so. Ja. Man denn als Kunde feststellen, ist sind gesichert? Es ist in der Tat so, wir machen auf unseren Webseiten aufmerksam. Wir haben aber jetzt auch eine Aktion, die sich ergeben hat aus einem Roundtable-Gespräch, wo verschiedene Ministerien auch Anbieter dabei waren, dass wir, sagen wir mit den Verbraucherschützern nochmal auch, sagen wir mal, auf die Anbieter zugehen wollen gemeinsam und hier, sagen wir mal, einfach Standardsentwicklung, Empfehlungen entwickeln, die dann die Anbieterhersteller auch stärker an ihre Kunden geben. Das ist eine Herausforderung, die wir uns stellen. Ich glaube, es ist ganz wichtig, hier, sagen wir mal, an die Verantwortung der Anbieter selbst zu appellieren und mit ihnen zusammen solche Empfehlungen zu geben, die dann in verständlicher Sprache auch den Kunden dann übermittelt werden. Dann hat die nächste Frage der Kollege. Bitte schön. Ja, Holger Möhle, Bonner Generalanzeiger. Herr Hange, wie oft ist Ihr Haus in 2015 selbst angegriffen worden und wie viele davon waren das, was der Minister einen Hochwertangriff nennt? Also es subsumiert sich unter die 15 Angriffe. Wir stellen also, sage ich mal, in dem Sinne hinsichtlich kein besonderes Ziel dar. Ich glaube, die politischen Ziele, da stellen wir immer wieder fest, also die politisch relevanten Häuser sind, sagen wir mal, bedeutsamer. Aber es ist für uns natürlich eine besondere Herausforderung, dass bei uns nichts passiert. Deshalb haben wir hier auch bei uns im Hausnetz, wir fahren hier Open Source, dass wir im Grunde, sagen wir gerade, wo wir hier in den kritischen Bereichen selbst Software analysieren, Schadprogramme analysieren, dass wir hier, sagen wir, etwas abgesetzt sind von dem allgemeinen Betriebssystem, wie sie sonst eingesetzt werden. Also unter den 15 Hochwertangriffen pro Tag auf Netze des Bundes
ist das BSI mit enthalten? Ist das BSI mit enthalten? Alle Behörden, die dem Informationsverbund Berlin angeschlossen sind, werden sozusagen, das BSI ist auch in diesem Netz, werden dann durch diese beiden Eingänge geschützt. Aber Sie können oder wollen jetzt keine absolute Zahl für Ihr Haus selbst nennen? Also es ist nicht relevant. Es ist nicht so relevant. Ich sage, es ist die Ziele, die politisch im Fokus sind, die werden angegriffen. Aber da verweise ich auch ein Stück weit auf das Bundesamt für Verfassungsschutz, was dann die qualitative Bewertung macht der Angriffe und der Täter, die dahinter stehen. Die nächste Frage hat die Kollegin hier in der zweiten Reihe. Bitte schön. Michaela Küfner, Deutsche Welle. Ich habe eine Frage an Minister de Maizière. Welche Rolle spielen denn Cyberangriffe in Ihrer Bewertung der Bedrohungslage in Deutschland zurzeit, wo Menschen dann womöglich auch durch Infrastrukturangriffe physisch zu Schaden kommen könnten? Und eine zweite Frage, könnten Sie bitte Stellung nehmen zu dem Bild-Zeitungsbericht heute, zu den, der Bedrohungslage am Montag in Hannover? Moment, wir haben das genau getrennt. Wir machen jetzt ja, erst diesen Bericht. Ich setze Sie einfach als erste Fragerin danach drauf. Ja? Okay, dann nur danke. Die eine Frage jetzt bitte. Ja, ich habe das im Grunde eben schon beantwortet. Cyberangriffe auf die Infrastruktur eines Landes haben wir ja erlebt, etwa im Falle Estland vor einigen Jahren. Das wollen wir vermeiden. Dem dient unser Regierungsnetz, der Schutz des Regierungsnetzes, die Erneuerung dieses Netzes. Dem dient die Zusammenarbeit mit den Betreibern kritischer Infrastrukturen schon jetzt. Und dem dient das IT-Sicherheitsgesetz, was wir in diesem Jahr verabschiedet haben. Also wir wollen solche komplexe Angriffe auf die Infrastruktur dieses Landes vermeiden, dadurch, dass wir uns so schützen, dass sie keinen Erfolg haben. Das geht nur Schritt für Schritt. Herr Hanger hat gesagt, das sind iterative Prozesse. Die Angriffe werden raffinierter, also muss der Schutz auch raffinierter werden. Und das ist ein ständiger Prozess der Erneuerung. Gleichzeitig arbeitet die EU an einer entsprechenden Richtlinie zum Schutz kritischer Infrastrukturen. Das unterstützen wir sehr stark. Wir hoffen, dass sie bald verabschiedet wird, sodass wir auch europäische Institutionen, die wir brauchen, um in Europa kritische Infrastrukturen betreiben zu können. Denken Sie an grenzüberschreitende Finanzdienstleistungen im Banküberweisungssystem, Abheben von Geld und all dem, dass wir dort ähnliche Schutzstandards entwickeln. Wir sind da gut vorangekommen und sind bisher vor solch großen Angriffen, die die Infrastruktur des ganzen Landes oder Teile des Landes außer Kraft setzen könnten, ja auch verschont geblieben. Darf ich daraus entnehmen, dass Hinweise auf Cyberangriffe, wo Menschen physisch zu Schaden kommen könnten, in Ihrer derzeitigen Bewertung der Bedrohungslage keine Rolle gespielt haben? So ist es. Danke. Die nächste Frage hat der Kollege Rinke, bitte schön. Ja. Ich habe zwei Fragen, eine an den Minister. Sie hatten vorhin an die Softwarehersteller appelliert, dass sie die Schwachstellen beseitigen sollen. In den USA gibt es eine Debatte, ob man Softwarehersteller nicht haftbar machen sollte dafür, wenn sie keine Updates liefern, weil das eben die Betriebssysteme gefährdet. Wären Sie auch dafür, dass man darüber nachdenkt, Hersteller haftbar zu machen? Und Herr Hanger, Sie waren immer ein großer Freund der Verschlüsselung, unter anderem von E-Mails. Muss man in Zeiten der Terrorbedrohung, wo offenbar auch Terroristen miteinander verschlüsselt kommunizieren über Messenger-Dienste, nicht umdenken und möglicherweise die Verschlüsselung zumindest an einem gewissen Punkt begrenzen? Die Haftbarmachung oder anders ausgedrückt Schadensersatzansprüche gegen Betreiber von Softwareprodukten bei Nichterfüllung von Sicherheitsupdates, das ist ein sehr interessanter Gedanke. Ich kann dem viel abgewinnen. Ich müsste allerdings erst mal prüfen, ob nicht das deutsche Gewährleistungsrecht nicht solche Schadensersatzansprüche schon jetzt möglich macht. Und das müssten wir dann mal, können wir mal versuchen, dass einer mal im Rahmen der Produkthaftung, die wir ja in Deutschland haben, versucht, einen solchen Schadensersatzanspruch geltend zu machen. Zur zweiten Frage will ich anfangen, dann soll der Hanger das ergänzen. Ja, wir wollen, dass Verkehre in Deutschland auch verschlüsselt stattfinden. Wir wollen das Verschlüsselungsland Nummer 1 in Europa werden. Und heute wird auf dem IT-Gipfel eine
Charta für Verschlüsselung unterzeichnet, an der wir uns beteiligen und viele große Unternehmen auch. Das ist richtig so. Und gleichzeitig ist es ebenso richtig, dass die Befugnisse der Sicherheitsbehörden durchgesetzt werden müssen, unabhängig davon, wo Kommunikation stattfindet, ob analog oder digital oder in welcher Weise. Deswegen wiederhole ich, was ich hier auch schon gesagt habe, die deutschen Sicherheitsbehörden brauchen nicht mehr und nicht weniger Befugnisse, auch im digitalen Zeitalter. Die Befugnisse, die es dort gibt, reichen aus. Es muss nur die technische Fähigkeit geschaffen werden, dass diese bestehenden Befugnisse auch tatsächlich einsetzen zu können. Und daran arbeiten wir. Vielleicht kann ich ergänzend zu dem, was Herr Minister de Maizière gesagt hat, zur ersten Frage auch noch mal antworten. Es ist so, es gibt Initiativen in den USA von großen Softwareherstellern, wirklich mindestens in einem Zeitraum von 90 Tagen dann wirklich auch die Updates einzuspielen, sodass erstmal die Wirtschaft sich selbst gefordert fühlt. Das wäre sicherlich wichtig, dass auch, sagen wir mal, bevor man Haftungsregelungen macht, dann wirklich intensiv mit den Herstellern sprechen. Ist eine globale Herausforderung, weil die Hersteller natürlich meist dann auch nicht in Deutschland sitzen. Es ist aber auch eine weitere Herausforderung. Also wenn man Software hinsichtlich der Qualität analysiert, geht das von 5 Promille Fehler, also 5 Zeilen pro 1000 Zeilen sind Fehler behaftet, bis 0,7 Promille. Das heißt, da ist noch Luft nach oben. Also hier sind die Hersteller, sagen wir, manchmal auch gefordert, etwas mehr in die Qualitätssicherung der Software reinzustellen. Wir haben auch das Instrument der Zertifizierung, der Prüfung. Ich glaube, das sind ganz wichtige Voraussetzungen, sagen wir, dass man nicht immer nur Time to Market agiert, sondern dass man, sagen wir, in die Qualität der Produkte investiert. Zur zweiten Frage ist es so, wir stehen für Prävention. Das heißt also, den Einsatz von Kryptographie, auch den breiten Einsatz, weil wir haben in Deutschland eine gute Kryptoindustrie, den fördern wir nachhaltig, weil es wirklich Sicherheit bietet. Sicherheit, sagen wir mal, in der Kommunikation. Eine E-Mail, die verschlüsselt ist, ist wie ein verschlossener Briefumschlag, nur noch was sicherer. Wir sehen aber auch in der Kryptographie zum Beispiel in starken Authentisierungsverfahren, sagen wir mal, wesentliche Elemente, wie man Sicherheit schafft. Dass natürlich die anderen Interessen auch berücksichtigt sind, aber sagen wir mal, die Kryptoregelung so sieht an sich vor, dass Deutschland, sagen wir mal, Verschlüsselung, den Einsatz von Verschlüsselung aktiv fördert. Nachfrage dazu? Darf ich kurz nachfragen? Mir ging es vor allem darum, dass es ja in der digitalen Welt nun Verschlüsselungen gibt, die von Endnutzer zu Endnutzer gehen. Das heißt, wo man kaum noch Zugang hat. Und offenbar haben jetzt gerade im aktuellen Fall ja auch ISIS-Kämpfer über Netzwerke kommuniziert oder bekennen sich dazu, die genau diese Art von Verschlüsselung haben. Also deswegen habe ich nicht ganz verstanden, was Sie da genau fordern, Herr de Maizière. Zugang zu diesen Schlüsseln oder das Unterbinden von Schlüsseln, an die staatliche Stellen im Notfall gar nicht mehr herankommen können? Nein, das ist eine amerikanische Diskussion. Die Unterbindung von solchen Schlüsseln oder auch die Möglichkeit oder den Einbau von Backdoors und all das, das ist nicht unser Weg. Das habe ich mehrfach gesagt, die Bundesregierung hat das beschlossen. Muss andere technische Möglichkeiten entwickeln, bevor die Verschlüsselung beginnt oder durch Entschlüsselung. Das ist technisch aufwendig, daran muss man arbeiten, aber es geht nicht um zusätzliche Befugnisse oder Unterlaufen der Verschlüsselung durch den Staat. Gibt es weitere Fragen zum Lagebericht des BSI? Nein, dann haben wir noch etwas Zeit und die Kollegin in der zweiten Reihe ist dran. Bitte schön. Ja, danke, Herr Minister. Dann würde ich Sie bitten, könnten Sie Stellung nehmen zu dem Bild-Zeitungsbericht heute, der sich auf ein geheimes Papier des Verfassungsschutzes bezieht und genauere Details zu einem angeblich geplanten Anschlag am Montag. Ich kann und möchte diesen Bericht weder bestätigen noch dementieren. Der Kollege Gartmann, Moment, falsches Mikro. Ist das jetzt das Richtige? Ja. Das ist das Richtige, ja. Herr Minister, ich habe zwei Fragen an Sie. Es gibt ja bereits eine Debatte um die Verschärfung von Sicherheitsgesetzen im Kontext des Paris-Terrors und der Terrorwarnung in Deutschland. Mich würde interessieren, was Sie als Innenminister für sinnvoll halten an neuen Sicherheitsgesetzen.
Und dann würde mich auch interessieren, wie Sie die Vorstöße aus der Union bewerten, nach Überlegungen die Bundeswehr gegebenenfalls auch im Inland gegebenenfalls einzusetzen und dafür sozusagen gesetzliche Änderungen vorzunehmen. Ich habe zu beiden Punkten gestern ausführlich bei der BKA-Herbsttagung geredet und entsprechende Fragen beantwortet. Und darauf möchte ich jetzt heute eigentlich gerne verweisen. Moment. Der Kollege Zweigler, bitte schön. Herr de Maizière, ich hätte gerne gewusst, nach der Absage des Fußball-Länderspiels in Hannover, welche Konsequenzen ziehen Sie denn daraus beispielsweise für das Wochenende Bundesliga mit vielen Spielen? Wird dann jeweils vor Ort entschieden, ob gespielt wird oder nicht? Oder wird das zentral dann gehandhabt? Und wie werden denn aktuelle Informationen, die es ja möglicherweise geben kann, zu konkreten Spielorten, wie werden die dann eingespeist in diese Entscheidungen? Entsprechende Hinweise würden da, wo Sie eingehen, dann gehen Sie ein. Dann werden Sie geprüft im gemeinsamen Terrorabwehrzentrum, wenn nötig. Und dann wird in Abstimmung zwischen dem örtlich Verantwortlichen und allen Beteiligten eine gemeinschaftliche Entscheidung getroffen. Das ist auch kein neues Verfahren. So ist es bisher gewesen. Manchmal ist es dann eigenmächtig vor Ort entschieden worden. Das hatten wir auch in der letzten Zeit. Aber Bund und Länder haben sich verabredet, dass in solchen Fällen das dann gemeinschaftlich entschieden wird. Einer muss es verantworten, aber alle werden beteiligt, um auch die Validität solcher Hinweise gemeinsam bewerten zu können. Wenn ich nachfragen darf, gibt es denn Anforderungen nach mehr Sicherheitspersonal des Bundes von beispielsweise Bundesliga-Clubs? Nein, das ist mir heute nicht bekannt. Die Bundespolizei ist ja oft gefordert, auch bei Bundesligaspielen, vor allen Dingen allerdings auf den Transportwegen, also bei Bahnhöfen, Bahngleisen, Bahnhofsvorplätzen. Dort ist die Bundespolizei aktiv, weniger und wenn dann nur im Wege der Amtshilfe, unmittelbar im Umfeld des Stadions. Die nächste Frage hat der Kollege Decker. Bitte schön. Herr Minister, können Sie noch mal kurz sagen, wie der Stand bei der Errichtung der neuen Antiterroreinheiten ist? Was ist bisher erreicht und wie ist die weitere Planung? Wir haben ja nach dem Anschlag auf die Redaktionsräume von Charlie Hebdo analysiert, welche Schlussfolgerungen in Deutschland zu ziehen sind. Und dieser Anschlag war insoweit neu, weil es ein Anschlag war, der aus mehreren Tathandlungen bestand. Sodass es für uns um die Beantwortung der Frage ging, wären wir imstande, einen solchen länger andauernden Bogen von Tathandlungen zu begegnen. Und das Ergebnis war, dass wir dort einen Nachholbedarf haben. Und deswegen haben wir ja schon im Regierungsentwurf zum Haushalt ein sogenanntes Sicherheitspaket verabschiedet. Und Teil dieses Sicherheitspakets ist der Neuaufbau einer robusten Polizeieinheit, die sich ansiedelt zwischen den normalen Einsatzhundertschaften der Bereitschaftspolizei und der GSG 9. Und die haushaltsmäßigen Stellen stehen dann 2016 zur Verfügung. Dessen ungeachtet haben wir bereits mit der Ausbildung der ersten Einheit begonnen. Und die erste Einheit steht Ende des Jahres zur Verfügung und wird dann im Laufe des nächsten Jahres werden die anderen Einheiten so fertig ausgebildet sein, dass sie zur Verfügung stehen. Man muss sich das dann so vorstellen, das sind Polizisten, die in einer normalen Einsatzhundertschaft der Bereitschaftspolizei wirken und in einer entsprechenden Lage dann dort herausgelöst werden und dann solche speziellen Lagen, in solchen speziellen Lagen eingesetzt werden. Zusatz? Bitte. Wie ist der Gesamtumfang dieser Einheiten? Also wie stark sollen die werden und auf wie viele separate Einheiten ist das dann verteilt? Das habe ich jetzt nicht ganz genau im Kopf. Es sind mehrere hundert auf mehrere Standorte. Das würde ich gerne dann nachreichen, die Antwort auf die Frage. Heute. Okay.
Kolleginnen und Kollegen, ich will es nur sagen, ich habe jetzt 4 weitere Fragen auf meiner Liste und wir sind fest entschlossen, hier kurz vor 10 Schluss zu machen, weil der Minister noch Termine hat. Viele Termine, nehme ich an. Die Kollegin Müller, bitteschön. Ja, Herr de Maizière, ich will Ihnen jetzt überhaupt gar keine Details versuchen zu entlocken, aber müssen wir davon ausgehen, dass die Lage von Dienstagabend eigentlich noch andauert? Wenn wir davon ausgehen, dass die Bedrohung sehr real war, dann müssen ja irgendwo noch offensichtlich Verdächtige unterwegs sein. Also ist die Lage nicht abgeschlossen, sondern läuft noch? Ich habe gestern auch in einem Fernsehsender gesagt, die Hinweise waren so verdichtet, dass die Absage des Spiels unvermeidlich war. Ob die Hinweise zutreffen, ob sie eine reale Bedrohung waren oder doch nur ein Hinweis, das wissen wir nicht. Das wissen wir oft in solchen Lagen nicht. Das ist ja gerade das Schwierige solcher Entscheidungen. Deswegen kann ich Ihre Frage gar nicht beantworten, weil ich nicht weiß, ob sozusagen das ein Hinweis war oder eine reale Form der Bedrohung. Und die Prognoseentscheidung vor solchen, oder die Schwierigkeit solcher Prognoseentscheidungen besteht ja gerade darin, dass man das weder vorher noch hinterher, meistens hinterher auch nicht feststellen kann. Die nächste Frage hat der Kollege Siebert. Bitte schön. Herr Minister, Sie hatten sich in der vergangenen Woche noch mal dringend dafür ausgesprochen, die Sicherheitsüberprüfung bzw. die Kontrollen an der deutsch-österreichischen Grenze zu intensivieren, unter anderem Syrer deshalb aus sicherheitstechnischen Gründen, aus Sicherheitserwägungen besser zu kontrollieren. Sehen Sie jetzt die Notwendigkeit, diese Bemühungen zu intensivieren, beziehungsweise was ist da der Stand? Und gibt es inzwischen Erkenntnisse darüber, ob einer oder mehrere der Pariser Terroristen möglicherweise über die Westbalkanroute und Deutschland eingereist sind? Die Verstärkung der Grenzkontrollen nach dem Pariser Anschlag war im Wesentlichen auf die Grenze von Frankreich nach Deutschland gerichtet, mit den entsprechenden Kontrollen an den Zügen, auch an den Flughäfen, bei dem Flugverkehr von Deutschland nach Frankreich. Das war auch eine Bitte, die die Franzosen an alle Nachbarländer gerichtet haben, und denen sind wir in besonderer Weise nachgekommen. Und darauf bezog sich insbesondere die verstärkte Grenzkontrollen. Wie lange das anhält, darüber will ich jetzt nicht spekulieren. Zur zweiten Frage. Die Lage, jedenfalls so wie sie uns vorliegt, ist so, dass bei einem der Attentäter ein syrischer Pass gefunden worden ist. Es stimmen auch die Fingerabdrücke überein. Dieser Pass und diese Person scheint an mehreren Orten auf der Balkanroute als Flüchtling registriert worden zu sein. An 3 oder 4 Orten in Griechenland, in Serbien, in Kroatien, möglicherweise auch in Ungarn. Und das ist in der Häufigkeit auch ziemlich ungewöhnlich. Während wir sonst oft beklagen, dass nicht genügend registriert wird, haben wir hier ausgerechnet einen, der sehr viel registriert worden ist. Deswegen gibt es auch eine These, dass hier eine Spur gelegt werden sollte von IS. Ob das so ist, ist noch nicht ermittelt, und ich weiß nicht, ob wir es rauskriegen. Und solange das so ist, solange das nicht klar ist, sind sozusagen Auswirkungen darauf nicht, politische Konsequenzen daran nicht zu knüpfen. Wenn ich ganz kurz nachfragen darf, in der Aktuellen Stunde, in der vergangenen Woche, hatten Sie ja eben für die Einzelfallprüfung der syrischen Flüchtlinge ausdrücklich aus Sicherheits-, das war noch vor den Anschlägen, aber schon damals ausdrücklich aus sicherheitstechnischen Gründen dafür plädiert. Sozusagen, wie ist da der Stand, wie ist die Notwendigkeit aus Ihrer Sicht, das jetzt einzuführen und wie oder wieder einzuführen, und hat sich daran jetzt durch Paris etwas geändert? Bei der Frage geht es vor allen Dingen darum, dass wir wissen wollen, ob jeder, der sich als Syrer ausgibt, auch Syrer ist. Das ist also eine Frage der Missbrauchsabwehr und der wirklichen Identitätsfeststellung. Und
Wir werden das, meine Position dazu ist bekannt, und wir werden das auf der IMK, also der Innenministerkonferenz, in wenigen Wochen gemeinsam mit meinen Kollegen beraten, hoffentlich zu einem Ergebnis kommen, und entsprechende Vorgespräche haben schon stattgefunden. Die nächste Frage hat Kollege Sattar, bitte. Herr Minister, zwei Fragen zum Komplex Syrien-Rückkehrer. Zum einen, wie würden Sie die Zusammenarbeit mit den Nachrichtendiensten in der Türkei qualifizieren? Haben Sie den Eindruck, die Information ist umfassend oder selektiv? Und zum anderen, haben Sie den Eindruck, dass es in den deutschen Sicherheitsbehörden eine Unzufriedenheit darüber gibt, dass durch die deutsche Flüchtlingspolitik die Observation von Rückkehrern erschwert wird? Zunächst möchte ich sagen, dass der Pariser Anschlag unterstreicht, wie dringlich die Sorge vor den reisenden Dschihadisten ist. Nach dem, was wir wissen, sind einige dieser Täter sozusagen in Frankreich, Belgien sozialisiert worden, allerdings dann zwischendurch in Syrien in den Kampfgebieten gewesen. Wir haben auch solche reisenden Dschihadisten, und das ist eine Sorge von uns genauso wie meiner europäischen Kollegen. Wir haben deswegen ja auch vor dem Anschlag von Paris schon sehr viel gemacht. Wir haben in Umsetzung der UNO-Resolution das Reisen strafbar gemacht. Das ist ein sehr weitgehender Eingriff. Wir haben auf dieser Basis auch sehr, sehr viele Ermittlungsverfahren in Deutschland. Wir haben die Möglichkeit, entsprechende Dschihadisten an der Ausreise zu hindern und ihnen den Pass und den Personalausweis zu entziehen. Auch die entsprechenden Gesetze haben wir verschärft, und das geschieht auch laufend. Wir haben weiter im Schengener Informationssystem die Handbücher und die technischen Konfigurationen so geändert, dass im Prinzip jeder Polizist an einer Schengen-Außengrenze zu Lande, zu Wasser und in der Luft feststellen kann, ob es sich um einen solchen reisenden Dschihadisten handelt. Das war bisher auch nicht der Fall, war vor Charlie Hebdo nicht der Fall. Das ist ein wesentlicher Sicherheitsgewinn. Und wir werden jetzt am Freitag im Kreise der europäischen Innenminister, die Justizminister sind, auch dazugeladen, prüfen, ob das reicht und ob es dort weitere Maßnahmen bedarf. Gleichwohl oder zusätzlich brauchen wir natürlich dann entsprechende, wenn es geht, Hinweise von Nachrichtendiensten. Und das geschieht auch in, wie Sie sagen, unterschiedlicher Intensität. Was die Zusammenarbeit mit der Türkei angeht, kann ich jetzt nicht für alle meine Kollegen in Europa antworten, sondern nur für Deutschland. Und da ist die Zusammenarbeit gut. Sie ist durchaus mal auch unterschiedlich. Manchmal kommen Informationen spät oder zu spät. Das kann aber auch an der Anzahl liegen, an der Größe der Zahl. Es ist ja auch nicht so, dass die Türkei nun wir reden hier über Tausende von Menschen, auch in einem unübersichtlichen Grenzgebiet zwischen der Türkei und Syrien. Und dass da die Türkei auch nicht über jeden Informationen hat, ist auch verständlich. Also alles in allem können wir uns über die Meldungen von der Türkei an unsere Behörden über solche reisenden Dschihadisten nicht beschweren. Und gerade in den letzten Tagen ist ja erneut ein solcher Mensch verhaftet worden auf dem Weg nach Deutschland. Die nächste Frage hat die Kollegin Marlinkrott, und vielleicht reicht es noch für die Frage des Kollegen Rinke. Mal schauen. Bitte schön. Okay, dann versuche ich eine Antwort zu stellen, die Möglichkeit zu einer möglichst kurzen Antwort bietet eben, genau. Weil Sie es gerade selber genannt hatten, gibt es denn Zahlen darüber, wie viele reisende Dschihadisten man im Schengen-Raum sozusagen oder an den Grenzen zum Schengen-Raum aus dem Verkehr gezogen hat? Das ist die eine Frage, und jetzt ich doch noch kurz eine kleine hinterher. Ich weiß nicht, ob Sie es kommentieren wollen. Es gibt jetzt immer wieder stärkere Forderungen nach besserer Zusammenarbeit der internationalen Sicherheitsbehörden. Könnten Sie das mal konkretisieren, wo es da aus Ihrer Sicht ein, zwei Punkte überhaupt Verbesserungsmöglichkeiten gibt?
Ja, zur ersten Frage. Ich kann Ihnen jetzt nicht, jedenfalls aus dem Stand nicht, solche Zahlen sagen. Ich weiß auch gar nicht, ob sie europäisch erhoben werden. Für Deutschland kann ich Ihnen die Zahlen nachliefern, soweit wir sie wissen. Es gibt natürlich eine Dunkelziffer, aber wir haben da natürlich, was wir dort erfassen, wissen wir. So, zur zweiten Frage. Auch nach den europäischen Verträgen ist diese Form von Terrorbekämpfung eine nationale Angelegenheit und nicht vergemeinschaftete Politik. Es gibt einen EU-Koordinator für Terrorabwehr, der koordiniert aber nur. Und ich sehe auch nicht, dass sich das auf absehbare Zeit ändert. Umso mehr muss man zusammenarbeiten, wie Sie sagen. Und da ist insbesondere das Meldeverhalten über zum Beispiel solche Dschihadisten nach Europol in die Daten sehr unterschiedlich. 3, 4, 5 Länder melden ungefähr 70-80% des Aufkommens bei Europol. Das ist natürlich nicht besonders gut. Und deswegen müssen wir daran arbeiten, dass wir diese Koordinierung verstärken. Und das ist auch Gegenstand der Beratung am Freitag. So, Kollege Rinke, na dann. Ganz kurze Frage, schließt aber direkt da an. Es gibt aus den Niederlanden den Vorschlag, wohl auch aus Frustration, dass viele Kontrollen gerade an der Außengrenze nicht klappen, ein Mini-Schengen einzurichten mit den Benelux-Ländern Frankreich, Deutschland. Sind Sie offen für so eine Idee? Mein niederländischer Kollege hat mir das vorgetragen, in Berlin bei einem Besuch neulich und auch jetzt in den letzten Tagen. Unser politisches Ziel muss sein, den Schengen-Raum insgesamt so funktionsfähig wie möglich zu machen. Alles Weitere wären nur Hilfsüberlegungen. Tja. Ja, mehr werde ich Ihnen dazu jetzt nicht sagen. Ich beende diese Pressekonferenz aber nicht ohne Herrn Hange noch alles Gute für die weitere Zukunft zu wünschen. Vielen Dank, dass Sie hier waren. Und ich wünsche allen noch einen angenehmen Tag, soweit das möglich ist.